Als portugiesische Seefahrer im Januar 1502 in diese spektakuläre Bucht einfuhren, glaubten sie, es sei eine Flussmündung und gaben dem Ort den Namen Rio de Janeiro, was so viel wie Januarfluss bedeutet. Der Fluss blieb zwar unauffindbar, doch der magische Name ist geblieben und bringt die Menschen bis heute zum Träumen. Die Christusstatue hoch oben auf dem Corcovado, die feinsandigen Strände, die Surfer und der Karneval sind Attraktionen, die Touristen aus aller Welt anziehen. Doch Rio ist eine komplexe Megastadt, deren Fläche so groß ist, dass ihre Bewohner sie in vier Zonen unterteilt haben. Die Südzone ist Heimat der Schönen und Reichen. Sie steht für den Carioca, den Stadtbewohner des 20. Jahrhunderts. Ihre Strände heißen Copacabana oder Ipanema und sind weltberühmt. Das der Guanabara-Bucht zugewandte Zentrum ist die Wiege der Stadt. Für dieses Rio der Kolonialzeit, das lange Zeit die Hauptstadt Brasiliens war, interessieren sich ausländische Besucher kaum. Die nördliche Zone ist gegen Mitte des 20. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung Rios entstanden. Sie erstreckt sich vom Tijuca-Massiv bis zur Guanabara-Bucht. Der Großteil der Einwohner Rios sowie die besten Samba-Schulen sind dort ansässig. Die westliche Zone der Stadt ist ihr historisch jüngster, größter und modernster Teil. Das Rio der Zukunft? Eine neue, moderne Stadt, die ein rasantes Wachstum verzeichnet. Wird Rio das empfindliche Gleichgewicht zwischen Natur und Verstädterung aufrechterhalten können? Das Gleichgewicht seiner vier Zonen? Wird die einstige Hauptstadt weiterhin ein Hauptanziehungspunkt von ganz Südamerika bleiben? Die Antworten liegen sicher auch in der einzigartigen Geschichte der Stadt. Für die meisten beginnt die Geschichte Rios im 16. Jahrhundert mit der Ankunft der Portugiesen in der Guanabara-Bucht. Doch einige Geografen wie Marcelo Mota sind der Auffassung, dass viel weiter zurückgeblickt werden muss, um Rios Geschichte zu verstehen. Für ihn stellt die Stadt ein wahres geologisches Monument dar. Rio de Janeiro ist im Grunde ein riesiges geologisches Naturdenkmal. Die Menschen leben hier inmitten von Felsformationen, die einzigartig auf der Welt sind. Genauso einzigartig wie der Grand Canyon, das Himalaya-Gebirge oder die Felsformationen der Alpen. Die Einwohner Rios nennen die Hügel, die sich zu Dutzenden in der Stadt erheben, Morros. Manche dieser Morros sind namenlos, wie die, auf denen die meisten der zahlreichen Favelas liegen. Andere sind berühmt, wie etwa der Zuckerhut. Diese Hügel haben eine ganz besondere Geschichte, die vor 600 Millionen Jahren begann. Beim Aufeinandertreffen zweier Kontinente wurden die Felsen zwischen ihnen eingeschlossen und so stark zusammengepresst, dass es zu einer sogenannten Gesteinsmetamorphose kam. Als die Kontinentalplatten aufeinandertrafen und den Superkontinent Pangaea formten, entstand dabei eine sehr hohe Gebirgskette. Die Gebirge erodierten mit der Zeit, bis Pangaea wieder auseinanderriss und zwei neue Kontinente entstanden, Südamerika und Afrika. Vor 130 Millionen Jahren öffnete sich der Ozean und die Kontinente drifteten auseinander. Diese Trennung vollzog sich auf der Ebene des Erdmantels, also der Schicht unterhalb der Erdkruste. Dadurch türmte sich das an die Oberfläche gedrückte Gestein auf und ließ die großen Erhebungen entstehen, die wir heute hier sehen. Diese geologischen Vorgänge brachten also die spektakuläre Landschaft hervor, die Rio so berühmt gemacht hat. Und sie ließen auch diese Felsen entstehen, die Rio über Jahrhunderte hinweg als Baumaterial dienten. All das geschah lange bevor die Portugiesen die französischen Siedler vertrieben, die auf einer Insel in der Guanabara-Bucht das Siedlungsprojekt France Antarctique ins Leben gerufen hatten. Heute ist dort die brasilianische Marineschule ansässig.
Am 15. März 1560 nimmt die portugiesische Flotte das von den Franzosen erbaute Fort Coligny unter Beschuss. Nach mehrtägigen Gefechten verlassen die Franzosen die zerstörte Insel und flüchten sich in der Hoffnung auf Verstärkung aufs Festland. 1565 entsendet der portugiesische König Sebastian I. den Offizier Estácio de Sá in die Guanabara-Bucht, um die Franzosen endgültig zu vertreiben und eine königliche Stadt zu gründen, die den Namen São Sebastião do Rio de Janeiro tragen sollte. Die von Estácio de Sá am Fuße des Zuckerhuts gegründete Stadt ist zunächst vor allem ein Militärstützpunkt gegen die Franzosen. Nach blutigen Gefechten kehrte der damalige Gouverneur von Bahia in die Guanabara-Bucht zurück. Er verlegte die Stadt vom Zuckerhut auf den Morro do Castelo. Dieser existiert heute nicht mehr. Aber es war ein sehr geschützter Ort mit strategisch günstiger Lage, von dem aus die Einfahrt zur Guanabara-Bucht kontrolliert werden konnte. Der Morro do Castelo war der eigentliche Geburtsort von Rio de Janeiro. Er erhob sich damals am Rande der Bucht, direkt gegenüber der Ilha de Villegagnon. Die Jesuiten werden für ihre tragende Rolle, die sie beim Sieg über die Franzosen spielten, reichlich belohnt. Auf dem Hügel lässt Gouverneur Mern de Sá eine Schule und eine Kirche für sie errichten. Doch aus Sicht des Historikers Nireu Cavalcanti, der auf die Geschichte Rios spezialisiert ist, war der Morro do Castelo keine besonders gute Wahl. Das war eine Fehlentscheidung. Das Problem war, dass es auf dem Morro do Castelo kein Wasser gab. Und aus dem dort erbauten Brunnen ließ sich nur Brackwasser fördern. Daher wurde weiterhin Wasser aus dem Rio Carioca geholt. Rios größter Fluss, der Rio Carioca, der auch Namensgeber für die Bewohner Rios ist, mündete in die Guanabara-Bucht. Er ergoss sich von den Hängen des Tijuca-Waldes, aber beim Durchqueren eines flachen Gebietes zwischen den Moros verlor sein Wasser an Qualität. Dieses Gebiet hat sich inzwischen stark verändert, aber Marcelo Mota kann ein Bild davon geben, wie diese Umgebung ursprünglich aussah, in der sich der erste städtische Kern Rios entwickelt hat. Die Geomorphologie dieses Teils von Rio de Janeiro ist geprägt von Sümpfen, Schwemmland und den Gamboas. Das sind Meeresarme, Lagunen, Seen und Marschland, in denen sich Brackwasser sammelte. Süßwasserquellen gab es nur in größerer Entfernung. Für die ersten europäischen Bewohner von Rio ist es sehr mühsam, zu den Quellen des Tijuca-Waldes zu gelangen. Doch dafür ist die Guanabara-Bucht reich an natürlichen Ressourcen. Das Wasser ist fischreich und zieht auch Wale an. Obwohl Rio damals vielen als Paradies auf Erden erscheint, tragen in erster Linie katholische Orden zur Stadtentwicklung Rios bei. Vor allem die Jesuiten, denen ein großes Gebiet zuteil wurde. Die Jesuiten waren der vorherrschende religiöse Orden in Rio de Janeiro, was in gewisser Weise ein Problem für die Krone war. Es war ein sehr reicher Orden, dessen Ländereien über den gesamten Bundesstaat Rio de Janeiro verteilt waren. Die Gläubigen hatten keinen Zugang zu anderen Orden, um ihre Religiosität weiterzuentwickeln. Um einen Ausgleich zu schaffen, förderte der König von Portugal die Ansiedlung weiterer religiöser Orden. Die Benediktiner errichteten ihr Kloster auf dem Morro de San Bento. Dann kamen die Karmeliten, die sich an dem Strand niederließen, der damals als Schiffsanlegestelle genutzt wurde.
Schließlich siedelten sich die Franziskaner auf dem Morro de Santo Antonio nahe des Morro de Castello an. Bis heute ist ihr eindrucksvolles Kloster im Herzen der Stadt erhalten. Schauen Sie, was ich hier fürs Mittagessen gefunden habe. Schön, oder? Danke für Ihre Arbeit. Das können wir jetzt essen. Das Kloster Santo Antonio befindet sich in privilegierter Lage auf diesem Hügel. Als sich um 1608 die erste religiöse Gemeinschaft hier ansiedelte, war die Stadt relativ weit entfernt. Die Ordensbrüder hatten sich für den Morro de Santo Antonio entschieden, weil sie Ackerland für den Anbau von Obst und Gemüse und von Heilpflanzen benötigten, die dem Orden selbst, aber auch den Bewohnern der Stadt zugute kamen. Und so waren es vor allem die Ordensgemeinschaften, die die frühe Stadtentwicklung von Rio vorantrieben. Es gab vier Hügel, die prägend für die Stadtentwicklung Rio de Janeiros waren. Der Morro do Castelo mit den Jesuiten, der Morro de San Bento mit den Benediktinern, der Morro da Conceição mit dem Bischof und der Morro de Santo Antonio mit den Franziskanern. Ausgehend von diesen vier Hügeln lässt sich erkennen, wie sich das Stadtbild immer weiter veränderte. Aber noch ist Rio de Janeiro nur eine kleine Siedlung, umgeben von vier Hügeln. Die Entwicklung der Stadt wäre ganz anders verlaufen, wenn nicht plötzlich ein unverhoffter Segen über ihre Bewohner gekommen wäre. Das Kloster der Franziskaner, ein Orden, der Einfachheit und Armut predigt, ist einer der wenigen Orte, an denen sich noch Spuren der Veränderung finden lassen, die sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Rio vollzog. Zwar leben die Ordensbrüder selbst nach dem Gebot der Einfachheit, doch gilt dies nicht für die Huldigung Gottes. Wenn Sie sich unsere Zimmer ansehen oder den Speisesaal, äußert sich da eine absolute Bescheidenheit. Doch in den Kapellen finden wir einen gewissen Prunk vor. In dieser Kapelle sehen wir sehr viel Gold. Diese vielen vergoldeten Details sind typisch für den Stil des Rokoko. Bis zu der kürzlich durchgeführten Restaurierung, bei der Schichten von Farbe entfernt wurden, waren diese Motive, die im 18. Jahrhundert mit Blattgold veredelt wurden, nicht sichtbar. Hier hat die Restauration den Originalzustand wiederhergestellt. Nun sind all diese Details, all diese Formen wieder zu sehen. Die benachbarte Kirche des dritten Franziskanerordens offenbart auf beeindruckende Weise den Reichtum dieser Zeit. Das Innere der Kirche birgt ein komplett in Gold gekleidetes barockes Meisterwerk. Das Edelmetall wurde Ende des 17. Jahrhunderts in Brasilien entdeckt. Das Gold sollte das Schicksal von São Sebastião do Rio de Janeiro grundlegend verändern. Doch zunächst musste es von den portugiesischen Goldgräbern, die in Massen ins Land strömten, in Minas Gerais zutage gefördert werden. Der Historiker Renato Franco, der auf den Bundesstaat Minas Gerais der Kolonialzeit spezialisiert ist, beschreitet hier die ehemalige Handelsroute für dieses Gold. Es wurde von Anfang an Gold in großen Mengen gefördert, denn die meisten Goldvorkommen in Minas Gerais waren in alluvialen Ablagerungen an der Oberfläche zu finden.
Während der ersten Jahre gelangt das Gold aus dem wilden Westen Brasiliens auf einer improvisierten Handelsroute zum Hafen von Paraty weiter im Süden, von wo aus es nach Europa verschifft wird. Die Goldgräberstadt Vila Rica ist auch mit Bahia verbunden. Von dort wird sie mit Verbrauchsgütern versorgt. Der König hatte großes Interesse daran, dass das Gold sowie alle Güter so schnell und effektiv wie möglich von und nach Minas Gerais befördert wurden. 1701 wird der Bau einer königlichen Transportroute zwischen Vila Rica und Rio de Janeiro beschlossen, da der dortige Hafen am sichersten ist. Die 515 Kilometer lange Route verläuft durch Bergland und schwer durchdringbare Urwälder. Es dauert 20 Jahre, bis sie fertiggestellt ist. Die neue Route war sehr viel kürzer. Die Transportzeit verringerte sich um 50 Tage. Die königliche Route war der Weg, über den alles Gold befördert werden sollte. Über den Caminho Novo wurde der Großteil der Waren mit dem Ziel Minas Gerais transportiert. Die königliche Verwaltung erhob darauf Zölle und ließ Abfertigungspunkte entlang der Strecke errichten. Drei Jahrhunderte später zeugen noch einige wenige Ruinen von dem einst florierenden Handel. Rio profitierte stark davon. Nicht, weil dort bestimmte Waren für Minas Gerais hergestellt wurden, sondern weil die Stadt eine Art Drehscheibe war. Deshalb kam den Händlern in Rio in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine große Bedeutung zu. An dem kleinen Fluss, wenige Schritte von der Ruine entfernt, befand sich einst ein Hafen, Porto da Estrela, der heute nicht mehr existiert. Ein Gemälde aus dem frühen 19. Jahrhundert zeigt das geschäftige Treiben dort. Einmal hier angekommen, erreichten die Reisenden nach wenigen Kilometern flussabwärts die Guanabara-Bucht und schließlich Rio de Janeiro, eine Stadt, die der florierende Handel zusehends veränderte. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts nahm die Bedeutung Rios als Drehscheibe des portugiesischen Kolonialreiches weiter zu. Zum einen war es eine Station auf dem Seeweg nach Indien. Zum anderen war seine Lage auch günstig für den Handel mit Afrika. Mit der Entdeckung des Goldes wurde Rio zu einem bedeutenden Umschlagplatz für jegliche Waren, einschließlich des Handels von Sklaven, die in Minas Gerais arbeiten sollten. Und auch das Gold für Portugal wurde von hier aus verschifft. Von da an sah die portugiesische Krone die Stadt als einen Dreh- und Angelpunkt für die Verwaltung der gesamten Region an. Dieses südlichen Zentrums von Portugiesisch-Amerika. Vor allem ein Mann steht für den Aufschwung Rio de Janeiros in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Gomes Freire de Andrade ist einer der hochrangigen Gouverneure, die Portugal mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet in seine Kolonie entsendet. Gomes Freire verwaltet nicht nur die Stadt und die Hafenmeisterei von Rio de Janeiro, sondern bis 1763 auch ein weiträumiges Gebiet von Portugiesisch-Amerika. Trotz seiner zahlreichen Ämter, die ihn außerhalb von Rio beschäftigen, verändert der ehrgeizige Gomes Freire auch das Herz der Stadt. Gomes Freire veranlasst den Bau des Gouverneurspalastes, in dem wir uns hier befinden. Zuvor befanden sich an diesem Ort eine Münzstätte und ein königliches Magazin. Doch Gomes Freire beschränkt sich nicht nur auf das Symbolische. Mit Hilfe großer Privatvermögen nimmt er ein wahres Mammutprojekt in Angriff: die Wasserversorgung. Der Bau eines Aquädukts zur Umleitung des Rio Carioca sollte schließlich die Wasserversorgung der Stadt sichern. Die Umleitung des Wassers ins Zentrum der Stadt hatte neben der alltäglichen Versorgung ihrer Einwohner doch eine wichtige strategische Funktion. Im Falle einer Belagerung hatte sie einen gesicherten Zugriff auf eigenes Wasser. Der Bau eines großen Springbrunnens am Fuße des Klosters Santo Antonio
verwandelt den Platz Largo de Carioca in einen strategisch wichtigen Punkt der Stadt. In jeder brasilianischen Stadt träumten sie von einem solchen Springbrunnen. Denn es war verboten, auf den Plätzen Skulpturen oder sonstige Verzierungen zu errichten. Alles sollte eher nüchtern sein. Und der Springbrunnen auf diesem Platz war ein echtes Kunstwerk. Zwar verbot die Krone Prachtbauten in den Kolonien, da sie fürchtete, dass diese Lissabon oder Porto in ihrer Schönheit übertrumpfen könnten, doch galt diese Regel nicht für öffentlich genutzte Brunnen. Das monumentale Aquädukt, das zu einem Wahrzeichen Rios wurde, überragte die Kolonialstadt für lange Zeit. 30 Jahre nach der Ernennung von Gomes Freire zum Gouverneur von Rio de Janeiro machen der Ausbau des Kolonialreiches, geopolitische Ereignisse und das Gold Rio zur bedeutendsten Stadt von Portugiesisch-Amerika. Im Jahr 1763 wird dieser Entwicklung Rechnung getragen, indem nach Salvador de Bahia nun Rio de Janeiro zur neuen Hauptstadt Brasiliens wird. 200 Jahre nach seiner Gründung ist Rio de Janeiro zur größten Stadt Brasiliens und nach Lissabon zur zweitgrößten Stadt des gesamten Königreichs avanciert. Das ändert sich erst, als Lissabon vom napoleonischen Heer bedroht wird, das 1807 in Portugal einfällt. Aufgrund des Krieges zwischen Napoleon und den Engländern muss die mit England verbündete portugiesische Königsfamilie im November 1807 das von französischen Truppen belagerte Lissabon verlassen. Auf etwa 20 Schiffen wird der gesamte Hofstaat über den Atlantik nach Brasilien gebracht. Nach 3 Monaten auf See und einem Umweg über Salvador, wo Prinzregent Johann die Öffnung der Häfen für alle Händler aus befreundeten Nationen anordnet, erreicht die Flotte Rio. Von der Stadt sind die einigen hundert erschöpften Aristokraten allerdings wenig angetan. Diese Menschen empfanden die Berge von Rio als bedrohlich, das Klima als eine Zumutung. Und sie meinten, dass die Insekten einen Menschen über Nacht zur Strecke bringen konnten. All das, was sich später aus einer romantischeren Sicht betrachtet, als paradiesisch herausstellte, die Vögel, die Fische, die Wälder, all das empfanden sie als Bedrohung, bis hin zum Klima, das als gesundheitsschädlich galt. Das Haus Braganza war durchaus speziell. Königin Mutter Maria I. war geisteskrank, weshalb ihr Sohn Johann an ihrer Statt regierte, während seine Gattin Carlota Joaquina eigene Wege ging. Die Braganzas wissen nicht, wie lange ihr Aufenthalt in diesem bedrohlichen Rio de Janeiro dauern wird. In der Kolonie werden sie freudig empfangen. Es war eine fantastische Begrüßung. Die ganze Stadt war von Kerzen hell erleuchtet. Die Wohlhabenden ließen vor ihren Häusern kleine Orchester aufspielen. Und als der Prinz vorbeikam, spielten diese Orchester ihm ein Ständchen. Die Cariocas scheuen keine Mühen, um dem hilflosen Hofstaat einen angemessenen Empfang zu bereiten. Ein erfolgreicher Händler aus der Stadt, der durch Sklavenhandel reich geworden ist, schenkt Prinzregent Johann ein fast fertiggestelltes Anwesen auf einem kleinen Hügel vor den Toren der Stadt, die Quinta da Boa Vista. Prinzregent Johann war ganz entzückt von dem Anwesen. Es war ihm eine große Ehre. Er überwachte nun als Bauherr selbst die Fertigstellung des Anwesens. Ein Aspekt ist auch, dass alle Bewohner der Stadt, die großen Händler, die Reichen, die Armen, nun nicht mehr nur im katholischen Glauben aufgehen konnten, sondern auch im Dienste am König. Nur noch wenig zeugt heute von der Ankunft der portugiesischen Obrigkeit in Rio. Jedoch sind in der Abteilung für seltene Werke der Nationalbibliothek noch einige der wertvollen Bücher erhalten, die 1808 nach Rio mitgebracht wurden. Maria Beatriz de Melo e Souza, eine Expertin für die christliche Kunst aus der Zeit des Barock, sieht darin einen authentischen Schatz, der großen Einfluss auf die Stadt haben sollte.
Dieses Vermächtnis brachten Maria I. und der zukünftige Johann der VI. Nach Rio mit. Dieses Erbe ist Teil einer Tradition der Darstellung der königlichen Macht, ihrer materiellen und symbolischen Zurschaustellung. Allerdings wurde nicht die gesamte Bibliothek nach Rio de Janeiro gebracht, sondern nur die wertvollsten Werke, die Kodizes. Diese gelten heute als Kunstwerke. Dazu zählen eine Ausgabe der höchst seltenen Gutenberg-Bibel aus dem 15. Jahrhundert, gedruckt auf Pergament und mit dem Siegel der Königlichen Bibliothek versehen, oder auch die prächtige Nürnberger Chronik. Es waren Abhandlungen über Moral, Geschichte, Philosophie, Geographie oder Medizin. Sie zeugen vom großen Ansehen der Bücherliebe an den europäischen Höfen. Dies ist das beeindruckendste Manuskript der Königlichen Bibliothek Portugals. Es ist ein Stundenbuch, auch Horarium genannt. Darin dargestellt sind zahlreiche Heilige, die der portugiesischen Monarchie sehr wichtig waren, wie etwa der heilige Sebastian. Er ist der Schutzpatron von Rio de Janeiro und galt von Anfang an als Protektor der Stadt. Diese Werke zeugen von einem bedeutsamen Wandel, der sich im frühen 19. Jahrhundert in Rio vollzieht. Die Ankunft der portugiesischen Monarchie fällt zusammen mit dem Aufkommen des Buchdrucks. Der Buchdruck existierte in Portugiesisch-Amerika nicht. Es war verboten, Bücher zu drucken und sogar Kunstdrucke zu erstellen. Daher war die Ankunft der Königlichen Bibliothek Portugals ein entscheidender Moment in der Kulturgeschichte Rio de Janeiros. Von einem Tag auf den anderen wird Rio zur Kulturhauptstadt des Landes, in der sich eine intellektuelle Elite und eine stadtspezifische Kultur entwickeln können. Doch die königliche Familie sorgt auch für Neuerungen im Stadtbild Rios. Eine davon ist der Botanische Garten, der am äußersten Ende der Lagune Rodrigo de Freitas angelegt wird und ein bemerkenswertes Abbild der artenreichen Flora Brasiliens darstellt. Auffälligstes Merkmal des Gartens ist die große Allee mit den königlichen Palmen, die Peter I. höchstpersönlich ausgesucht hatte. Allerdings war der Kontext, in dem der Garten entstand, nicht gerade ein friedlicher. Der Botanische Garten wurde im Jahr 1808 in einiger Entfernung vom Stadtzentrum innerhalb einer Pulverfabrik angelegt. In Europa herrschte damals Krieg. Es war die Zeit der napoleonischen Kriege und der zukünftige Johann der VI., der vor Napoleon geflohen war, fürchtete, dass dieser auch in Rio de Janeiro einfallen würde. Der Botanische Garten wurde zunächst als Akklimatisationsgarten bezeichnet und diente der Akklimatisierung landesfremder Arten mit den technisch-wissenschaftlichen Mitteln dieser Zeit. Innerhalb der Mauern dieser Pulverfabrik ließ Prinzregent Johann einen Garten anlegen, in dem Pflanzen aus anderen Teilen der Welt an das Klima gewöhnt werden sollten. Wir müssen bedenken, welche Bedeutung Pflanzen in der damaligen Zeit zukamen. Sie lieferten zugleich Nahrung, Kleidung und Medizin. Sie wurden zu Raubgut von Piraten aus aller Herren Länder. Pflanzen waren ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor für den Königshof sowie für die gesamte Kolonie. Aus gutem Grund war der Garten an einem geschützten Ort wie der Pulverfabrik gelegen. Die Botaniker des 19. Jahrhunderts akklimatisieren exotische Pflanzen wie etwa Tee, Gewürznelken, Zimt oder Eukalyptus, wovon die aufstrebende Hauptstadt nachhaltig profitiert. Einige Jahre nach der Ankunft des Königshofes zählt die Stadt bereits 80.000 Einwohner. Doppelt so viele wie noch 20 Jahre zuvor. Die Zugezogenen siedeln sich außerhalb der von den vier Hügeln begrenzten Kernstadt an. Während die Stadt vor allem in Richtung Norden wächst, schwindet der Wald und auf den umliegenden Hügeln entstehen Kaffeeplantagen.
Kaffee wird in Europa und Amerika zu einem Modegetränk. Die Arbeitskräfte auf den Fazendas sind Sklaven, die in großer Zahl aus Afrika verschleppt werden. So wird der Hafen Rios zum größten Sklavenumschlagplatz am Atlantischen Ozean. Im Jahr 1820 bricht in dem wieder unabhängig gewordenen Portugal eine politische Krise aus. Die absolute Monarchie wird von den Liberalen angefochten, die eine neue Verfassung und die Rückkehr des Königs nach Portugal fordern. Dass die Portugiesen eine Verfassung wollten, der sich auch der König fügen sollte, sagt einiges über die neuen Ideen aus, die in Portugal propagiert wurden. Die portugiesischen Ständeversammlungen forderten sogar die Entsendung von Gouverneuren nach Brasilien und die Abberufung des Gerichtshofes, der hier gegründet worden war und wodurch Brasilien de facto zu einem Staat geworden war. Als hätte Johann durch seine Flucht aus Lissabon einen zweiten Staat gegründet. Nach 13 Jahren kehrt Johann VI. Nach Portugal zurück und überlässt seinem älteren Sohn Peter I. die Herrschaft über Brasilien. Für das gespaltene portugiesische Königreich scheint es nur eine vernünftige Lösung zu geben. Am 7. September 1822 erklärt Peter I. die Unabhängigkeit Brasiliens und ruft sich selbst zum Kaiser aus. Rio wird Hauptstadt des Kaiserreichs Brasilien. Vor wenigen Jahren kam ein tragisches Stück der brasilianischen Kolonialgeschichte ans Licht. Im Viertel Gamboa, nahe des Hafens, an dem einst die afrikanischen Sklaven ankamen. In diesem auch Kleinafrika genannten Viertel lebten die ärmlichen Familien der Hafenarbeiter, die zumeist Nachfahren von Sklaven oder selbst Sklaven waren. In der Rua Pedro Ernesto befindet sich die einzige Gedenkstätte Rios, die den afrikanischen Sklaven gewidmet ist. Dieser Ort verdankt sein Bestehen vor allem Maria Merced, die vor 20 Jahren beim Umbau ihres Hauses einen erschreckenden Fund machte. Wir nahmen Umbauarbeiten am Haus vor und stießen dabei auf menschliche Gebeine. Zuerst dachten wir, dass dort jemand seine Familienmitglieder getötet und hinter dem Haus vergraben hatte. Dann fanden wir immer mehr Knochen und ganze Skelette, auch von Kindern. 2 Tage später schickte die Stadtverwaltung Archäologen und Historiker zu uns, die uns sagten, dass sich auf dem Grundstück ein ehemaliger Sklavenfriedhof befand. Der Cemitério dos Pretos Novos. So wurden die Sklaven genannt, die erst kürzlich aus Afrika gekommen waren. Die Ausgrabungen fanden direkt im Haus von Maria Merced unter der Leitung von Renaldo Tavares statt. Da mein Untersuchungsgegenstand der Tod ist, interessierte ich mich natürlich für diesen Sklavenfriedhof, der den Einwohnern Rios so lange verborgen geblieben war. Als der Sklavenmarkt geschlossen und der Handel mit Sklaven in Rio in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verboten wurde, wurde auch der Friedhof geschlossen. Nach seiner Schließung geriet der Friedhof in Vergessenheit. Was wir hier vorfanden, war ein einziges Chaos. Die Knochen waren stark beschädigt, zerbrochen, zersetzt und verbrannt. Der Friedhof befand sich in der Nähe der Anlegestelle, wo die Sklaven nach der strapaziösen Atlantiküberfahrt oft krank und völlig erschöpft ankamen, unweit des Sklavenmarktes von Valongo. Zahllose Menschen wurden dort beerdigt. Auf dem Sklavenmarkt wurden sehr viele Menschen verkauft und leider starben auch viele von ihnen. Sie wurden zwar begraben, aber später wurden ihre Gebeine wieder ausgegraben, verbrannt und über das Gelände verstreut, um wieder Platz für neue Gräber zu schaffen. So ging das 70, 80 Jahre lang. Jedem Toten, der auf dem Friedhof Pretos Novos begraben wurde, sind nur wenige Zeilen im Verzeichnis der Kirche Santa Rita gewidmet. Die Verstorbenen waren zum Großteil junge Männer, die meist nur ein Brandzeichen auf der Haut trugen, was bedeutet, dass sie nur einen Besitzer hatten, der sie in Afrika gekauft hatte. Das Verzeichnis endet im Jahr 1830.
Da die Gebeine stark beschädigt waren, wurden verschiedenste Fragmente gefunden. Darunter auch intakte Kieferknochen mit vollständig erhaltenem Gebiss. Aber da auch der Grad der Beschädigung der Kieferknochen unterschiedlich war, wurden auch einzelne Zähne gefunden. Die 5000 Knochenfragmente werden im Labor des Brasilianischen Instituts für Archäologie untersucht. Professor Murilo Bastos setzt alles daran, um ihrer Geschichte auf den Grund zu gehen. Woher stammen sie? Sind es wirklich die Gebeine afrikanischer Sklaven? Hier haben wir ein interessantes Beispiel für eine Veränderung der Zahnstellung. Eine Praxis, die nicht nur in Afrika verbreitet war und die mit einem gewissen sozialen Status oder einer bestimmten Ethnie verbunden ist. Es ist das einzige Exemplar vom Friedhof Pretos Novos. Es ist die erste archäologische Studie, die zur Aufklärung des Sklavenhandels im 19. Jahrhundert durchgeführt wird. Von allen bei der Ausgrabung gefundenen Überresten sind die Zähne für die Forscher am interessantesten. Bei der Isotopenuntersuchung haben wir den Zahnschmelz und das Zahnbein untersucht. Im Zahnschmelz ließ sich Strontium nachweisen, das uns Auskunft über die afrikanische Herkunft dieser Menschen gibt. Es lässt sich bestimmten Gebieten zuordnen. Die Studie hat die Informationen aus dem Register der Kirche Santa Rita bestätigt. Durch sie konnten 30 verschiedene Personen unter 30 Jahren identifiziert werden. Wir haben das bei den 30 Personen nachgewiesene Strontium analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass sie in Afrika aus verschiedenen Gebieten mit unterschiedlicher Geologie stammen. Die Kohlenstoff- und Stickstoffanalysen zu ihrem Ernährungsverhalten haben gezeigt, dass die meisten dieser Personen sich eher pflanzlich ernährten. Offenbar waren es Bauern. Die Untersuchung einer Handvoll Zähne konnte der Nachwelt Aufschluss über jene Menschen geben, die einst aus sämtlichen Teilen Afrikas verschleppt wurden. Und durch ihr beherztes Engagement hat Maria Merced die Entstehung der ersten Gedenkstätte für die Sklaven von Rio de Janeiro ermöglicht. Die Sklaverei ist ein sehr dunkles Kapitel in der Geschichte Brasiliens, über das ungern gesprochen wird. Genau deshalb muss diese Geschichte erzählt werden. Viele meinen, dass es eine Art Wiedergutmachung geben müsse. Ich sage es mit den Worten eines afrikanischen Präsidenten. Kein Scheck kann hoch genug sein, um das zu bezahlen. Aber Wiedergutmachung besteht auch aus kleinen Taten, die eine große Wirkung entfalten. Wie das Erzählen dieser Geschichte. Der Sklavenhandel bleibt in Rio ein wichtiger Wirtschaftszweig, obwohl England großen Druck auf Brasilien ausübt, um seine Abschaffung zu erreichen. Die Frage wird zwar mehrfach diskutiert, doch von den gesellschaftlichen und politischen Eliten des Landes immer wieder aufgeschoben. Der über 20 Jahre lang im Verborgenen stattfindende Sklavenhandel versorgt die Kaffeeplantagen noch bis 1850 mit Arbeitskräften. Die Historikerin Ebi Matus befasst sich mit dem politischen Wandel nach dem Ende des Kaiserreiches bis in die 1920er Jahre hinein. Ein Zeitraum, in dem das zutiefst kolonial geprägte Land den Übergang zur Moderne vollzieht. Die Stadt wurde zu einem Anziehungspunkt für Menschen aus anderen Teilen des Landes, die zu dieser Zeit hier nach und nach ankamen. Die Eliten siedelten Ende des 19. Jahrhunderts vom Zentrum in die Stadtteile Flamengo und Botafogo über. Rio entwickelte sich zum wichtigsten Fertigungs- und Industriezentrum des Landes. Davon zeugen die Fotografien von Marc Ferres, die das expandierende Rio um 1880 zeigen. Fabriken schießen aus dem Boden. Auf manchen Morros wird jedes verfügbare Fleckchen bebaut. Die Bevölkerung wächst stetig an und diese Entwicklung verstärkt sich weiter, als Brasilien sich schließlich zur Abschaffung der Sklaverei durchringt.
Eine Entscheidung, die in den Augen der Historikerin Marie del Priore allzu leichtfertig Kronprinzessin Isabella zugeschrieben wird. Am 13. Mai 1888 unterschrieb die Prinzessin ein Gesetz, das als Ley Aurea, das goldene Gesetz, in die Geschichte einging. Der goldene Federhalter, den sie dafür verwendete, wird heute im Kaiserlichen Museum von Petropolis aufbewahrt. Anders als gemeinhin angenommen wird, begann sich Prinzessin Isabella erst in ihren Ferien zwischen Januar und Februar 1888 für die Abschaffung der Sklaverei zu interessieren. Bis dahin sprach sie gern von ihren kleinen Negern. Sie hatte sich zuvor nie zum Thema Sklaverei geäußert, obwohl sich in der brasilianischen Presse viele weibliche Abolitionisten hervortaten und viele Aktivistinnen traten vor allem im Nordosten des Landes gegen die Sklaverei ein. Prinzessin Isabellas Gesetzesunterzeichnung vom 13. Mai war nur der offizielle und formelle Abschluss eines Prozesses, der lange zuvor in Gang gesetzt worden war. Die Abschaffung der Sklaverei war lebenserhaltend für die Monarchie, da sie demokratische Reformen ermöglichte. Gleichzeitig verlor sie dadurch die Unterstützung der traditionellen Befürworter der Sklaverei aus dem Kaffeesektor, die sie bis dahin unterstützt hatten. Doch die Monarchie wird auch von anderen, modernen Kräften angefochten. Eine dieser Kräfte war besonders im Viertel Gloria etabliert und im dortigen Tempel der Humanität ansässig. In diesem 1891 von Miguel Lemus erbauten Tempel, dem Gründer der Religion des Positivismus in Brasilien, kamen größtenteils in Paris ausgebildete Intellektuelle und Wissenschaftler zusammen, die, wie etwa Benjamin Constant, zu wichtigen Persönlichkeiten Brasiliens wurden. Ihr Bekenntnis zu dieser Religion der Humanität, die vom französischen Philosophen Auguste Comte begründet worden war, ging einher mit einem politischen Kampf für die Modernisierung Brasiliens. Alexandre Martins hatte seinem Vater Danton Voltaire Pereira de Souza versprochen, alles daran zu setzen, sein Werk an der Spitze der Kirche fortzuführen. So wurde er vom Musikproduzenten zum Leiter des Tempels der Humanität. Hier bewahren wir einige Büsten aus dem Vermächtnis der positivistischen Kirche auf, da 2009 das Dach eingestürzt ist. Hier ist die Büste von Danton. Und hier sind zwei Vertreter aus dem Kalender der Positivisten, Bichat und Moses. Diese von Auguste Comte auserkorenen Wohltäter für die Menschheit sind Wissenschaftler und andere historische Persönlichkeiten. Sie sind die Namensgeber der 13 Monate des von Comte entworfenen Positivistenkalenders. Da die Kirche einsturzgefährdet ist, mussten die Büsten von ihren Sockeln weichen. Die Religion des Positivismus ist ein religiöses System, das Auguste Comte im Jahre 1854 entworfen hat. Die säkulare Religion basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und kennt weder Übernatürlichkeit noch Transzendenz. Im Zentrum der positivistischen Religion steht eine Frauenfigur, die an die Jungfrau Maria in der katholischen Glaubenslehre erinnert. Da vorn sehen wir den Altar mit einer Darstellung der Menschlichkeit. Es ist eine Frau mit einem Kind auf dem Arm. Auguste Comte hatte angeregt, ihr das Gesicht von Clotilde de Vaux zu geben. Clotilde de Vaux, die seinerzeit Auguste Comtes Muse war, wurde vom Begründer des Positivismus zur Ikone stilisiert. Manche mögen darüber schmunzeln, doch zu ihren Füßen wurden allsonntäglich Versammlungen abgehalten, deren Teilnehmer das Ende des Kaiserreichs Brasilien herbeisehnten. Die Kirche spielte eine wesentliche Rolle bei der Entstehung der Republik. Zum einen bereitete sie den Weg zu ihrer Gründung, zum anderen war sie ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung der neuen Republik, die am 15. November 1889 ausgerufen wurde. Zu den Schätzen der positivistischen Kirche gehören die Entwürfe für die neue brasilianische Flagge. In ihrem Zentrum ist der Sternenhimmel über Rio zur Stunde der Ausrufung der Republik dargestellt. Die Krönung der Aktivität der positivistischen Kirche, die Miguel Lemus und Teixeira Mendes begründet hatten, war die Nationalflagge, auf der eine Devise von Auguste Comte zu lesen ist: Ordnung und Fortschritt. Nur 18 Monate nach Abschaffung der Sklaverei findet in Brasilien ein Regimewechsel statt.
Rio wird Hauptstadt einer Republik. Die Liberalen tragen den Sieg davon. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die Republik den Palacio Ducatete zu ihrem Sitz macht, der 30 Jahre zuvor mit dem Kaffeevermögen des Barons von Nova Friburgo erbaut worden war. Dieser prachtvoll verzierte Palast ist ein Werk des deutschen Architekten Gustav Wehnelt. Er repräsentiert hervorragend die junge Republik und bleibt lange Zeit Sitz des Präsidenten. Der Zuzug zahlreicher befreiter Sklaven und der Ausbau des Straßenbahnnetzes beschleunigen die Ausdehnung Rios, vor allem in nördlicher Richtung, wo immer neue Fabriken entstehen. Im alten Stadtkern, den die Wohlhabenden verlassen haben, entstehen diese überfüllten Elendsviertel, in denen Epidemien wie Tuberkulose, Gelbfieber oder Typhus grassieren. Die Cortiços sind ein Schandfleck im Zentrum von Rio. Dort lebt ein Viertel der Bevölkerung. Es werden mehrere Anläufe unternommen, um sie zu räumen, doch ihre Bewohner können nicht einmal eine bescheidene Miete in einem Arbeiterviertel zahlen. Die Cortiços bleiben also bestehen. Die Stadt wird gefährlicher, was eine direkte Folge des Bevölkerungswachstums ist. Deshalb wird verstärkt versucht, das Stadtzentrum unter Kontrolle zu bringen und eine zivile Ordnung herzustellen. Im Jahr 1902 erhält der an der Pariser École des Ponts et Chaussées ausgebildete Präfekt Pereira Passus ein vierjähriges Mandat für eine Architekturreform des Zentrums von Rio. Er beschließt, nach dem Pariser Vorbild, eine breite Prachtstraße durch das alte Rio zu bauen. Er möchte die Stadt in eine Art Schaufenster verwandeln, was Rio zwar zu dieser wunderbaren Stadt macht, aber den Preis dafür zahlt die Bevölkerung, die aus dem Stadtzentrum vertrieben wird. Der Präfekt hat freie Hand bei der Beseitigung der Cortiços und der Vertreibung ihrer Bewohner, um sein Meisterwerk, den Bau der Avenida Central, zu vollbringen. Der fast 2 Kilometer lange und 30 Meter breite Boulevard ist gesäumt von prachtvollen Gebäuden. Doch die Entstehung dieser Gebäude bedurfte einer Energiequelle, die erst kürzlich von Rogério Ribeiro in Rios großem Waldgebiet im Westen der Stadt, dem heutigen Parque Estadual da Pedra Branca, entdeckt wurde. Bei der Erforschung dieses Waldes, den er seit Jahrzehnten durchstreift, fand er Hinweise auf eine Aktivität, die mit Rios Bauboom zu Beginn des 20. Jahrhunderts einhergeht. Wir sind hier in der westlichen Zone von Rio de Janeiro auf dem Pedra Branca Massiv und sehen einen Urwald mit der für diesen Lebensraum typischen Artenvielfalt. Die Natur könnte hier für unberührt gehalten werden. Doch in Wahrheit verbirgt sich hier eine lange unentdeckt gebliebene Geschichte. Bei Ausgrabungen haben wir Hinweise darauf gefunden, dass in dieser Region im großen Stil Holzkohle produziert wurde. Ist es möglich, in diesem Urwald noch Spuren der Holzkohleproduktion ausfindig zu machen? Nur ein geschultes Auge wie das von Rogério Ribeiro kann Hinweise auf diese Aktivität erkennen, die hier vor etwa 100 Jahren wieder eingestellt wurde. Diese Pflanze hier ist sehr interessant, denn sie stammt aus Afrika. Es ist eine rituell genutzte Pflanze, die nur in dieser Gegend zu finden ist, wo damals die Köhler arbeiteten. Die Pflanze ist ein Hinweis darauf, dass in diesem Urwald religiöse Rituale aus Afrika praktiziert wurden, was wiederum darauf hindeutet, dass unter den Köhlern auch afrikanische Sklaven waren. Das hier ist eine ehemalige Köhlerei. Das Problem bei diesen Köhlereien ist, dass sie schwer zu finden sind, da sie vor 100, 150 oder über 200 Jahren in Betrieb waren und heute komplett durch Pflanzenbewuchs verdeckt sind. Um festzustellen, ob hier eine Köhlerei war, muss Rogério Ribeiro nur überprüfen,
ob der Boden noch Spuren von Kohle enthält. Der Boden im Umkreis eines Kohlenmeilers ist meist schwarz und voller leicht identifizierbarer Kohlestückchen. Diese Bruchstücke sind ein Rückstand der Kohleherstellung. Etwa 1000 Standorte zur Herstellung von Holzkohle wurden in dem riesigen Waldgebiet, das in 50 bis 1000 Metern Höhe liegt, entdeckt. Daher müssen sehr viele Köhler in diesem Wald gewohnt haben. Doch wer waren sie? Und wieso bezeichnet Rogério Ribeiro sie als unsichtbar? Es ist interessant, dass die offizielle Stadtgeschichte die Köhler überhaupt nicht erwähnt. Aufgrund von Vorurteilen wurden sie einfach ignoriert. Die Köhler waren schwarz, sie lebten im Wald und waren rußverschmiert. Diese drei Merkmale sorgten für eine soziale Ächtung. Und das, obwohl die Gesellschaft dringend auf die Energie aus der Kohle angewiesen war. Für den Bau dutzender Häuser aus Naturstein beiderseits der Avenida Central wurden große Mengen Holzkohle benötigt. Die meisten dieser aus manchen Gebäude existieren nicht mehr. Doch eines der prachtvollsten von ihnen, das von der Pariser Oper inspirierte Teatro Municipal, thront noch heute am Ende der Avenida Rio Branco, der früheren Avenida Central. Sie müssen bedenken, dass es damals noch keinen Beton gab. Alle strukturellen Elemente waren aus Naturstein. Der Rest bestand dann aus Ziegelsteinen und Holz. Doch was hat Naturstein mit Holzkohle zu tun? Um den Naturstein zu bearbeiten, benötigten die Steinmetze Eisenwerkzeuge wie Meißel, Stichel und Spitzeisen, die perfekt geschliffen sein mussten. Und das geschah in Schmieden, die einen hohen Kohleverbrauch hatten. Das Problem ist, dass diese Meißel sehr schnell stumpf wurden, da die Felsblöcke sehr hart waren. Meißel können aber nicht mit einem Schleifstein geschärft werden, weil sie dadurch noch stumpfer werden. Um ein stumpfes Werkzeug schärfen zu lassen, wurde es zum Schmied gebracht. Und in der Schmiede wurde Kohle benötigt. Die Bearbeitung von nur einem dieser Fenster erforderte eine Energiemenge, die 400 Quadratmetern Wald entspricht. Und eine Woche Arbeit von 5 unsichtbaren Köhlern. Das ist die Geschichte, die im Wald von Pedra Branca verborgen liegt. Beim Anblick dieses Stadtteils war es durchaus gerechtfertigt, Rio, wie ein Journalist im Jahr 1908, als wunderbare Stadt zu bezeichnen. Das Vorhaben, die Hauptstadt zu verschönern und von ihren Elendsvierteln zu befreien, wurde erfolgreich umgesetzt. Zudem war Rio eine weltweit einzigartige Stadt mit einer ebenso einzigartigen Landschaft. Eine Stadt, die wohlhabende Touristen unbedingt bereisen oder sich in Form eines Werkes des französischen Glaskünstlers Émile Gallet aneignen wollten. Mit dem Bau der Avenida Central, die zur Guanabara-Bucht führt, entwickelt sich die Stadt zur Küste hin und in Richtung Süden. Am Rande der Bucht wird eine Uferstraße gebaut, die Avenida Beira Mar. Sie erstreckt sich vom Zentrum bis zum Stadtteil Botafogo. Eine weitere Straße, die Avenida Atlantica, entsteht entlang des Küstenstreifens von Copacabana. Liebhaber des Badens im Meer, das von Ärzten zunehmend empfohlen wird, haben nun einen besseren Zugang zu den Stränden und der Seeluft. Für eine bessere Anbindung der großen Strände am Atlantik an das Stadtzentrum ist der Bau von Tunneln erforderlich. Die Inbetriebnahme des Lemme-Tunnels im Jahr 1906 ist der Auftakt zur Urbanisierung des Küstenstreifens zwischen den Moros und dem Ozean. Allein die Inbetriebnahme der Tunnel führte sehr schnell zur Erschließung von Copacabana. Im Grunde genommen wurde der Stadtteil innerhalb von etwas mehr als einem Jahrzehnt erbaut.
Die Eröffnung eines Luxushotels direkt am Strand im Jahr 1923 trägt zum internationalen Renommee des Strands von Copacabana bei. Die Umgebung des Copacabana Palace erfährt daraufhin einen spektakulären Bauboom. Der Übergang von einer ländlich und medizinisch geprägten Nutzung der Strände hin zu einer intensiven urbanen Nutzung vollzog sich sehr schnell. Die Urbanisierung von Copacabana war schon ausgerichtet auf den Autoverkehr, auf den Einsatz von Stahlbeton und auf eine weitere Neuerung dieser Zeit, den Aufzug. Copacabana erlebt einen Zustrom von Dauerbewohnern, angezogen von einem neuen Lebensstil und von neuen Annehmlichkeiten, wie etwa eines Abwassersystems. Der Carioca, wie wir ihn uns heute vorstellen, der Musik liebt und einen ungezwungenen Lebensstil pflegt, ist in Copacabana beheimatet. Das ist seine Geburtsstätte. Während der neue Carioca geboren wird, soll sein Vorgänger, der portugiesische Siedler, möglichst verschwinden. Das ist ein großes Anliegen der republikanischen Elite. Im Jahr 1920 will die Republik den Jahrestag der Unabhängigkeit mit einer spektakulären Ausstellung im Stil der Weltausstellungen feiern. Zu diesem Zweck soll der Morro do Castelo beseitigt werden, um neue Flächen für die Ausstellungspavillons entstehen zu lassen. Doch auf dem Morro do Castelo befindet sich das Herz der Altstadt. Und in der Kirche São Sebastião, hoch oben auf dem Hügel, werden die sterblichen Überreste ihres Gründers, Estácio de Sá, aufbewahrt. Zudem zählt der Hügel noch einige tausend Bewohner. Der Morro do Castelo hatte, anders als die anderen Hügel im Stadtzentrum von Rio, eine repräsentative Bedeutung, und in unmittelbarer Nähe waren mehrere wichtige Institutionen der Stadt angesiedelt. Diese politische Entscheidung, in der sich das Bestreben zur Beseitigung der Überbleibsel der Monarchie ausdrückte, brachte eine große technische Herausforderung mit sich. Ein mehrere Hektar umfassender und 60 Meter hoher Erdhügel musste abgetragen werden. Das Volumen des zu beseitigenden Bauschutts wird auf über 4 Millionen Kubikmeter geschätzt. Ein Jahr nach Beginn der Räumungsarbeiten sind erst 10% des Hügels abgetragen. Um die verlorene Zeit aufzuholen, schlägt ein Ingenieur den Einsatz von Hochdruckwasserstrahlen vor. Da der Hügel zum Großteil aus Erde besteht, erweist sich dies als probates Mittel. Der Schlamm wird durch diese gigantischen Rohre bis in die Bucht weitergeleitet, wo eine Aufschüttung entsteht. Ein Jahr später ist anstelle des Morro do Castelo ein großer Platz entstanden, erweitert um eine Aufschüttung im Uferbereich. Auf dieser Fläche sollen die Ausstellungspavillons entstehen. Die Zerstörung des Morro do Castelo war der Preis für den neuen Weg der Urbanisierung, den Rio einschlagen sollte. Auf diesem neuen Weg der Urbanisierung, der durch das Automobil und den Einsatz von Stahlbeton geprägt ist, wird Albert Agache, ein Stadtplaner aus Frankreich, zur treibenden Kraft. Sie wandten sich an Agache, um dem Zentrum von Rio de Janeiro ein neues Gesicht zu geben. Doch ging es dieses Mal nicht nur um das ursprüngliche Zentrum, sondern um einen großen Teil der Stadt, der sich von Copacabana bis nach Tijuca erstreckt. Agache legt ein sehr innovatives städtebauliches Konzept vor. Er teilt die Stadt in verschiedene Gebiete ein: Gewerbegebiete, Industriegebiete und Wohngebiete. Er konzipiert ein öffentliches Verkehrsnetz, in dem Schienenfahrzeuge eine große Rolle spielen. Agache verfolgt einen stadtplanerischen Ansatz, der einen Übergang von einer Stadt mit 4 bis 6 Etagen zu einer Stadt mit 10 oder 20 Etagen ermöglicht. Die Bedeutung von Agache bemisst sich nicht an seinen Bauten, da seine Projekte nicht umgesetzt wurden, sondern an den zahlreichen architektonischen Konzepten und Entwürfen, die er jungen Architekten hinterließ, die entschlossen waren, ein modernes Rio zu erschaffen. Kaum sind Agaches Pläne ad acta gelegt, entsteht gegen Ende der 1920er Jahre Rios erster Wolkenkratzer auf der Praça Mauá, nahe des Hafens. Das 22-stöckige Gebäude, bekannt unter dem Namen Anoche,
ermöglicht eine spektakuläre Aussicht auf Rio und die Avenida Central. Und es verändert sogar die Gesetzgebung. Von nun an ist der Bau von hohen Gebäuden in Rio erlaubt. Ein Glücksfall für die Architekten, die sich diesen neumodischen Stil, bekannt als Art Deco, schnell zu eigen machen. Márcio Reute ist ein Fachmann für diese Stilrichtung. Die Phasen der urbanen Entwicklung von Rio de Janeiro waren immer auch mit Zerstörung verbunden. Das größte Unterfangen dieser Art war die Beseitigung des Morro do Castelo. In diesem Areal wurden ab den 30er Jahren die meisten Gebäude im Stil des Art Deco gebaut. Als Staatseigentum bietet der neu gewonnene große Platz der autoritären Regierung von Präsident Getúlio Vargas viel Raum für die Errichtung neuer Gebäude, die das Ansehen des Machthabers erhöhen sollen. Innerhalb von Rio entstand ein kleines Brasilia, das als Sitz für die Ministerien auserkoren wurde. Diese von Präsident Getúlio Vargas in Auftrag gegebenen Gebäude für die Ministerien, für die Bundespolizei, die Staatspresse, wurden alle im Stil des Art Deco erbaut. Das Vorbild der Regierung, die Beliebtheit des Meers und ein Gesetz, das den Bau von Wohnhäusern im Stadtzentrum verbietet, fördern den Bau weiterer Art Deco-Gebäude in den Stadtteilen Flamengo, Botafogo und Urca. Es entstehen mehr und mehr Art Deco-Gebäude, die fortan das Stadtbild bestimmen. So etwa der berühmte Bahnhof Central do Brasil, dessen 138 Meter hoher Glockenturm die gesamte Umgebung überragt. Oder das Mesbla-Gebäude, das den Reisenden am Hafen die Uhrzeit anzeigt, wie bereits den Passagieren der Normandie, dem Prunkstück des französischen Schiffbaus, die Ende der 30er Jahre in Rio an Land gingen. Während die reichen Touristen sich beim Karneval vergnügten, kamen die Bewohner Rios an Bord, um die in Art Deco gehaltene grandiose Ausstattung zu bewundern, die damals noch als Estilo Moderno, als moderner Stil bezeichnet wurde. Alles war kunstvoll gestaltet. Das Geschirr, die Deckenbeleuchtung, die Fußböden, die Geländer. Das Schiff war eine Art Katalog der besten Künstler Frankreichs. Sozusagen eine schwimmende Botschaft. Zwar wird die Normandie wegen des Zweiten Weltkriegs nicht noch einmal nach Rio de Janeiro kommen. Doch die Eroberung Rios durch den Art Deco-Stil setzt sich weiter fort. Anders als in Europa überdauert die Stilrichtung in Rio den Zweiten Weltkrieg bis in die 50er Jahre hinein. In Leblon und Ipanema werden noch in den 50er Jahren einige Gebäude in diesem Stil errichtet. Im Stadtteil Copacabana entsteht eine Vielzahl von Art Deco-Gebäuden, aber auch an den Stränden westlich davon. Einige sind angelehnt an die Ästhetik der Überseedampfer, wie das Itaoka-Gebäude in Copacabana. Bei genauerem Hinsehen lässt sich noch mehr entdecken als eine von eleganten Linien bestimmte Fassade. Auch ein seltsames Motiv taucht immer wieder auf. Die stilisierte Darstellung einer Kröte, die als indianischer Talisman gilt. In Brasilien ist der Stil des Art Deco national geprägt. Er wird auch als nativistisch bezeichnet. Wohnhäusern wurden oft indianisch inspirierte Namen gegeben, wie Itaí, Itaoka, Itacoloni, Ipu. Dadurch wurde an die Ureinwohner erinnert, an die eigentlichen Besitzer dieses Landes. Doch der unangefochtene Star des Art Deco in Rio ist zweifellos die Christusstatue, die auf dem Corcovado thront. Anlass für den Bau der Statue war die 100-jährige Unabhängigkeit Brasiliens. Anfangs wurde erwogen, sie auf dem Zuckerhut zu errichten, doch letztlich fiel die Wahl auf den Corcovado als Standort für die monumentale Christusstatue. Der Kunsthistoriker Adon Peres ist Spezialist für das Werk des Urhebers der Statue, des Bildhauers Paul Landowski. Adon Peres lebt nur wenige Meter von einem weiteren monumentalen Bauwerk Landowskis entfernt, dem Reformationsdenkmal in einer Genfer Parkanlage. Der erste Entwurf stammte von Heitor da Silva Costa.
Als dieser jedoch der Presse vorgelegt wurde, gab es einen regelrechten Aufschrei, da die Statue im Stil des 19. Jahrhunderts entworfen war. Heitor da Silva Costa war kein Künstler, sondern Ingenieur. Der überholte Stil seiner Statue stieß bei den Intellektuellen auf Ablehnung. In Rio erhielt sie daher den spöttischen Beinamen Cristo da Bola, der Christus mit dem Ball. Dann kommt der Maler Carlos Oswald ins Spiel, der eine neue Zeichnung anfertigen soll. Zunächst vereinfacht er Heitor da Silva Costas Entwurf und greift dann die Idee von Kardinal Don Sebastião Leme auf, Bezug auf das Martyrium Christi zu nehmen. Daher entwirft er einen Christus mit offenen Armen. Nach und nach verschwinden die typischen Attribute wie das Kreuz, bis die Darstellung, wie wir heute sagen würden, minimalistisch anmutet. Ein Christus mit offenen Armen und langem Gewand. Mit dieser Zeichnung reist Heitor da Silva Costa nach Paris, wo das künstlerische und technische Know-how für Monumentalbauten vorhanden war. Die Freiheitsstatue, entworfen von dem Bildhauer Federico Auguste Bartholdi, ist das Werk eines Franzosen, ebenso wie der Eiffelturm. Heitor da Silva Costa engagiert Paul Landowski, einen mit dem Prix de Rome ausgezeichneten Bildhauer, um anhand der Zeichnung eine Skulptur anzufertigen. Landowski sagte sofort zu. Allerdings verlangte er für die Umsetzung absolute künstlerische Freiheit, um die Skulptur ganz nach seinen Vorstellungen gestalten zu können. Obwohl das Vorhaben sehr komplex war und Kenntnisse in Architektur, Ingenieurwesen und Bildhauerei verlangte, begeisterte sich Landowski sofort für die Christusstatue. Landowski sollte ein Modell anfertigen, das nach Rio geschickt werden und als Vorlage für den Bau der Statue dienen würde. Landowski präsentiert Heitor da Silva Costa mehrere Modelle, wie etwa dieses hier. Nach und nach werden die Linien geometrischer und nähern sich dem Stil des Art Deco an. Darüber hinaus verleiht Landowski der Figur eine spirituelle Dimension, die er wie folgt beschreibt. Als mir bewusst wurde, dass ich den Christus nicht ins Leere blicken lassen konnte und ich mich daher entschied, seinen Kopf um einige Grad zu senken, damit sein Blick auf die Stadt und die Bucht gerichtet war, hatte ich das Gefühl, mein Ziel erreicht zu haben. Für den Innenaufbau der 1145 Tonnen schweren Statue wendet sich Heitor da Silva Costa an den französischen Ingenieur Albert Cacot, einen Experten für Stahlbeton. Er hatte eine Gitterstruktur entwickelt, die die nötige Stabilität gewährleistete. Der Kopf und die Füße hingegen wurden separat angefertigt. Landowski modellierte die Hände und den Kopf in Originalgröße aus Gips. Dann wurden sie nach Brasilien geschickt, wo sie in Stahlbeton gegossen wurden. Das Team in Brasilien leistet auf dem Gipfel des Corcovado ganze Arbeit. Die Teile aus Frankreich müssen an die Skulptur montiert werden, die 10-mal größer ist als Landowskis Modell. Zum Abschluss lässt Heitor da Silva Costa den Stahlbeton mit dem für die Region typischen Speckstein überziehen, um die Statue zu verschönern und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Mit dieser Specksteinverkleidung bekam das aus Frankreich stammende Werk sozusagen eine brasilianische Aura. Auch noch 9 Jahre nach der 100-Jahr-Feier der Unabhängigkeit ist die Einweihung der Statue ein großer Festtag für Rio. Kardinal Don Sebastião Leme und Präsident Getúlio Vargas, der gerade durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen ist, zählen zur geladenen Prominenz. Seither hat sich das Gemeinschaftsprojekt von da Silva Costa, Paul Landowski und Albert Cacot nicht nur zum Wahrzeichen Rios, sondern zum Wahrzeichen von ganz Brasilien entwickelt. Die beeindruckende Statue überragt die Guanabara-Bucht, begrüßt Reisende schon aus der Ferne und wacht auch über jene etwas anderen Viertel Rios, die sich auf den Anhöhen der Morros abzeichnen. Die wie Mosaike anmutenden Gebiete, die durch ihre chaotische Anordnung in krassem Gegensatz zum Rest der Stadt stehen,
sind im Laufe des letzten Jahrhunderts zu Dutzenden in Rio entstanden. Die auch als Gemeinschaften bezeichneten Favelas sind ein wesentlicher Bestandteil des komplexen Charakters der Stadt und ihrer Entwicklung. Der Legende nach sollen sie entstanden sein, als gegen Ende des 19. Jahrhunderts Soldaten aus einem Bürgerkrieg, dem Krieg von Canudos, nach Rio zurückkehrten. Da es für sie keinen Wohnraum gab, sollen sie sich auf den Hängen des Morro da Providencia angesiedelt haben. Doch nicht alle Experten teilen diese Auffassung. Mariana Cavalcanti zweifelt diese Legende zwar an, schreibt ihr jedoch zumindest einen Verdienst zu. Dieser Entstehungsmythos festigt die Vorstellung, dass die Favelas eine Welt für sich, eine Autorität innerhalb der Stadt sind. Das Image einer gefährlichen Stadt haftet Rio de Janeiro seit der Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1888 hartnäckig an. Von Anbeginn an zeichnen sich die Favelas durch drei Kriterien aus. Erstens gelten sie als Orte, in denen die größte Armut der Stadt herrscht. Zweitens existiert dort nur eine unzureichende städtische Infrastruktur. Und drittens verfügen ihre Bewohner nicht über legalen, also rechtmäßig erworbenen Grundbesitz. Lange Zeit sahen die Behörden diese durch die Bewohner selbst erschaffenen Siedlungen als illegitim an und konnten sie jederzeit räumen lassen. Bis in die 40er Jahre hinein waren diese unliebsamen und furchteinflößenden Viertel kaum Gegenstand staatlicher Politik. Bei der ersten Volkszählung im Jahr 1940 wurden die Favelas erstmals gezählt. Es war die erste Datenerfassung zu allen Favelas aus dieser Zeit. Gleichzeitig wurde damit begonnen, die Bewohner der Favelas von Caju, Leblon und Gavia zwangsweise in die von der Regierung Vargas eingerichteten provisorischen Arbeiterquartiere umzusiedeln. Genau wie der Rest der Stadt unterliegen die Favelas einem ständigen Entwicklungsprozess. Einige verschwinden. Andere entstehen neu. Beim Zensus von 1940 wurden 119 gezählt. Heute sind es über 700. Es war nicht leicht, alle Veränderungen dieses sich stetig wandelnden urbanen Raums zu erfassen, bis auf Luftaufnahmen und Orthofotos zurückgegriffen werden konnte. Eine Technik, die eine maßstabsgetreue Abbildung der Erdoberfläche ermöglicht. Das Institut Pereira Passos wurde beauftragt, alle erfassbaren Daten zu den Veränderungen in Rio zu dokumentieren. Schauen Sie nur. Beeindruckend, wie groß der Unterschied ist. Ja, stimmt. Auf dem anderen Bild waren die Einzelheiten nicht eindeutig zu erkennen. Ja, und hier haben wir den Vorher-Nachher-Vergleich. Da lässt sich schon ein gewisses Wachstum beobachten. Den Experten des Instituts zufolge kann das vertikale Wachstum der Favelas an diesen Aufnahmen abgelesen werden. Es ist erkennbar, dass die Häuser mehr Etagen als vorher haben. Im Jahr 1999 waren da weniger Schatten, jetzt sind es mehr. Im Laufe der Zeit ist das Viertel gewachsen, bis es irgendwann aufgrund baulicher Eingriffe seitens der Stadt und des Staates wieder zu schrumpfen begann. In den 80er Jahren ändert sich der Blick auf die Favelas. Sie werden als vollwertige Wohnviertel anerkannt. Eine staatliche Befriedungspolitik ermöglicht den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, um die Favelas an den Rest der Stadt anzubinden. Mit der Seilbahn im Complexo do Alemão wird zum einen eine starke visuelle Wirkung erzielt. Aber zugleich geht davon auch das Signal aus, dass die Favelas in die Stadt integriert werden. Seit den 80er Jahren ist diese Entwicklung verstärkt zu beobachten. Ab dieser Zeit wurden die Favelas zum Beispiel auch von der Müllabfuhr angefahren. Und es wurden Schulen gebaut. Vor den 80er Jahren war das kaum der Fall. Inzwischen sind dort aber viele Schulen entstanden. Die frühere Unterscheidung zwischen Asphalt und Erde, zwischen formeller und informeller Stadt, ist in Mariana Cavalcantis Augen nicht mehr zeitgemäß. Die Favelas der Südzone und des Zentrums werden zunehmend auch für Wohlhabende interessant, was sich in steigenden Immobilienpreisen und einer Abwanderung der Ärmsten in abgelegene Randgebiete der Stadt äußert.
In den Nachkriegsjahren frisst sich eine riesige Baustelle in die Landschaft des Stadtteils Chijuca im Norden Rios. Dort soll nicht nur ein Stadion, sondern ein wahrer Fußballtempel entstehen, das berühmte Maracaná-Stadion. Das monumentale Stadion wurde anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft errichtet, die 1950 zum ersten Mal in Brasilien stattfand. Nach Auffassung des Historikers Bernardo Buarque sollte der Fußballtempel auch dazu beitragen, die Spaltung der brasilianischen Gesellschaft aufgrund von unterschiedlichen Hautfarben abzubauen. Als das Stadion gebaut wurde, gab es die Vorstellung, dass es zu einem traditionellen Ort werden sollte. Zu einem Ort der Begegnung, an dem die Einwohner der Randgebiete und des Zentrums, die Reichen und die Armen, zusammenkommen würden. Und der durch öffentliche Verkehrsmittel leicht zu erreichen sein sollte. Die Geschichte des Maracaná-Stadions beginnt schon etliche Jahre zuvor, als Fußball, bislang eine Sportart der jugendlichen Elite, immer beliebter und professioneller wird. Aufgrund ihres Talents werden nun auch junge Spieler mit dunkler Hautfarbe oder aus unteren sozialen Schichten rekrutiert. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft von 1938 ist die Nationalmannschaft erstmals aus Spielern aller sozialen Klassen und Hautfarben zusammengesetzt. Das führt zu heftigen Diskussionen. Wenn Spieler in die Mannschaft aufgenommen werden, die nicht unbedingt lesen und schreiben können, die nicht der Elite angehören, kommt die Frage auf welche Weise ein Spieler eine bestimmte Nation repräsentiert. Insofern stoßen die Weltmeisterschaften ein Nachdenken darüber an, was uns Brasilianer ausmacht. Die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft, die 1938 in Frankreich stattfindet, werden erstmals live im brasilianischen Radio übertragen und sorgen für große Euphorie. Die WM von 1938 begeistert alle, denn Brasilien belegt den dritten Platz. Zwar werden sie nicht Weltmeister, doch sie spielen einen Fußball, den französische Journalisten als dynamisch und wendig bezeichnen. Bald darauf wird Brasilien als Austragungsort der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft bestimmt, die wegen des Zweiten Weltkrieges auf 1950 verschoben wird. Im Gegenzug dafür, dass Brasilien die Spiele ausrichten darf, verlangt die FIFA den Bau eines großen Stadions, in dem das große Ereignis stattfinden kann. Die besten Architekten Brasiliens, darunter Oscar Niemeyer, wetteifern um die Planung des riesigen Stadions, das ein Symbol des brasilianischen Volkes werden soll. Enorme Geldsummen fließen in den Bau des weltweit größten Stadions im Norden Rios. 10.000 Arbeiter sind 2 Jahre lang im Einsatz, bis das Maracaná 2 Wochen vor Beginn der Meisterschaft fertiggestellt ist. Mit diesem Stadion wird Brasilien anderen Fußballnationen ebenbürtig oder übertrifft sie sogar. In einer Welt ohne Fernsehen bekommt das brasilianische Volk die Möglichkeit, mit den Spielern und der Obrigkeit in Verbindung zu treten. Es sollte ein rundes Stadion sein, das einen allumfassenden Blick ermöglichte. Es gab eine Struktur mit 2 Ebenen, durch die die Menschen das Spielfeld, aber auch das Publikum im Blick hatten. Beim Finale versammeln sich 200.000 Menschen, also 10% der Bevölkerung Rios, im Maracaná-Stadion. Die Mannschaft als Symbol eines bunten Brasiliens wird als haushoher Favorit gehandelt. Allerdings trägt am Ende der Gegner Uruguay den Sieg davon. Es hieß, Brasilien habe wegen der Nachlässigkeit einiger Spieler verloren. Die Schuld wurde vor allem bei den dunkelhäutigen Spielern gesucht. Das war ein dramatischer Moment im Entstehungsprozess der brasilianischen Nationalität. Glücklicherweise kann sich der brasilianische Fußball bei den nachfolgenden Weltmeisterschaften mit Bravour behaupten und wird so zum Stolz des gesamten brasilianischen Volkes. 1966 wird das Maracaná-Stadion nach dem berühmten Sportjournalisten Mario Filho aus Rio benannt. Er spielte eine tragende Rolle bei der Einführung des jährlichen Wettbewerbes der Samba-Schulen und der Prägung eines Karnevals, wie ihn heute die ganze Welt kennt.
Wenn keine Fußballsaison war, engagierte er sich in den Samba-Schulen, führte verschiedene Wettbewerbe ein und veranstaltete Straßenumzüge. Und das funktionierte. Dass der Karneval zu einem weltweit bekannten Symbol für Rio wurde, ist auch dem Sportmagazin von Mario Filho zu verdanken, der in der Sommersaison, in der keine Fußballspiele stattfanden, seine Auflage steigern wollte. Sein Engagement trägt zur Anerkennung der Kultur der Nachfahren der Sklaven bei, die sich nach Abschaffung der Sklaverei zahlreich in Rio ansiedelten. Im Jahr 1935 widmet die Stadtverwaltung von Rio dem Karneval einen eigenen Feiertag im offiziellen Kalender der Stadt. Diese Entscheidung ist von großer Bedeutung für den Samba, der seinen Ursprung in einem Stadtteil in der nördlichen Zone Rios hat, in dem vor allem Nachfahren von Sklaven lebten. Die der Entstehung des Samba zugrunde liegende Kultur entwickelte sich in der Gemeinschaft von Praça 11. Sie geht zurück auf die Nachkommen von ehemaligen Sklaven aus Nordafrika. Sie kamen in der letzten Phase der Sklaverei nach Brasilien und konnten ihre familiären Bindungen, die Bindungen innerhalb ihrer Gemeinschaft, aufrechterhalten. Das war sehr wichtig bei der Entstehung eines Gemeinschaftsgefühls, aus dem heraus sich ein so starkes Element der brasilianischen Kultur entwickeln konnte. In einer der ältesten Samba-Schulen dieses Viertels entsteht damals eine Form dieses Tanzes, der noch immer als Standard für die Karnevalsumzüge gilt. Im Umfeld von Estácio entwickelt sich eine grundlegende und ausgereifte Form des Samba, die Batida do Samba. Ihr Rhythmus ist dynamisch und fröhlich. Er bringt die Leute dazu, voranzugehen, sich dem Fluss des Umzugs anzuschließen. Ein wichtiger Aspekt bezüglich der Anerkennung der Kultur der ehemaligen Sklaven ist die Entstehung der Samba-Schulen, in denen die Umzüge vorbereitet werden. Wieso wurden diese Orte als Schulen bezeichnet? Darin äußert sich ein Bestreben der afrikanischstämmigen Gemeinschaft, die den Samba in Rio geprägt hat, sich in die Welt der Eliten und des Bürgertums der Stadt zu integrieren. Karneval, Samba und Fußball sorgen dafür, dass das Volk zusammenwächst und Brücken geschlagen werden zwischen Weißen und Schwarzen, zwischen Armen und Reichen. Solange Rio die Hauptstadt Brasiliens ist, steht sie im Zentrum der Schaffung einer gemeinsamen brasilianischen Identität, die alle verbindet. Doch dies ändert sich am 21. April 1960. An diesem Tag löst das auf Regierungsbeschluss in der Landesmitte erbaute Brasília Rio de Janeiro als neue Hauptstadt ab. Nach dem Umzug des Verwaltungsapparates und Regierungssitzes bleibt Rio in einer Art Schockzustand zurück. Der für den Posten des Gouverneurs von Rio kandidierende Carlos Lacerda erklärt, diejenigen, die die Stadt verlassen haben, wissen, dass Rio als ein Ort, an dem alle Brasilianer seit jeher beheimatet waren und auch in Zukunft sein werden, nicht zu ersetzen ist. Trotz der schmerzlichen Ablösung durch Brasília werden die Cariocas nicht müde, ihre Stadt weiter zu verändern. Der Morro de Santo Antônio wird nahezu vollständig abgetragen. Die in diesem Zuge errichtete Aufschüttung, der Aterro do Flamengo, soll die Anbindung der Strände des Südens an das Zentrum verbessern. Rio zählt inzwischen 5 Millionen Einwohner. Da dem Wachstum der Stadt durch natürliche Barrieren Grenzen gesetzt sind, wird damit begonnen, die weitläufige Ebene der Barra da Tijuca zu erschließen. Die Inbetriebnahme des Joá-Tunnels ist die Geburtsstunde der vierten Zone Rios, der westlichen Zone. Dieser neue Teil Rios, genannt Barra, erlebt in den 70er Jahren einen ersten Entwicklungsschub. In Barra da Tijuca entstand zuerst ein kleineres Viertel namens Jardim Oceanico mit achsenförmig ausgerichteten Straßen und einem zentralen Platz. Das Viertel Jardim Oceanico markiert den Beginn der Westzone und wird gesäumt von einem 14 Kilometer langen Strand, der eine Art naturbelassene Verlängerung von Copacabana und Ipanema ist.
Der Rest von Barra da Tijuca besteht nur aus Dünen, Sümpfen und den Feldern vereinzelter Bauernhöfe. Doch dann legt der Stadtplaner Lúcio Costa, der auch mit der Planung von Brasília betraut worden war, ein ehrgeiziges Urbanisierungsprojekt vor. Lúcio Costas Plan für Barra da Tijuca wies dieselben modernistischen Merkmale auf, die auch in Brasília und anderen ähnlich angelegten Städten zu finden sind. Große Schnellstraßen, die das Gebiet in seiner Ausdehnung durch eine Ost-West- und durch eine Nord-Süd-Achse verbinden. Diese von Stadtautobahnen durchzogene Erweiterung Rios sollte Lúcio Costa zufolge irgendwann einmal das Zentrum der stetig wachsenden Metropole werden. Lúcio Costa schlägt vor, den Küstenstreifen mit Hochhäusern zu bebauen. Im Fall der städtebaulichen Struktur von Barra da Tijuca haben die Gebäude verschiedene Formen. Es gibt allerdings keine Gliederung in öffentlichen Raum und Häuserblocks. Das Ganze ist eine Art Abstraktion einer Stadt, wobei es trotzdem eine echte Stadt ist. Die aus privaten Wohnanlagen bestehende Struktur lässt kaum Gestaltungsmöglichkeiten für den öffentlichen Raum zu. Diese Form der Stadtplanung gilt heute als unvereinbar mit den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung. Wir kennen die sozialen Auswirkungen dieses Modells, aber trotz allem drückt sich darin ein gewisser jugendlicher stadtplanerischer Geist aus. Barra verdankt seine Dynamik und seinen Aufschwung dem Automobil. Daher gab es in dem riesigen Gebiet lange Zeit praktisch keine Infrastruktur für öffentliche Verkehrsmittel. Das Problem ist die nach wie vor schlechte Anbindung von Barra da Tijuca an andere Stadtgebiete. Die Olympischen Spiele werden aber dafür sorgen, dass Barra da Tijuca durch öffentliche Verkehrsmittel besser angebunden wird. Anlässlich der Olympischen Spiele, deren Austragungsorte sich hauptsächlich in Barra befinden, wurden riesige Summen in die Entwicklung von öffentlichen Verkehrsmitteln investiert. Die Transcarioca, eine Schnellstraße mit eigener Busspur, verbindet Barra mit dem Flughafen im Norden. Eine Metrolinie führt von Barra bis ins alte Zentrum. Und für die Wagemutigen verläuft entlang der gesamten Steilküste der westlichen Zone eine Fahrradstraße. Es geht nicht darum, Barra da Tijuca nach den Vorstellungen von Lúcio Costa zum neuen Zentrum von Rio de Janeiro zu machen. Es ist vielmehr wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass das historische Zentrum auch weiterhin das Zentrum der Metropolregion bleibt. Die Investitionen für die Olympischen Spiele bieten auch die Möglichkeit, einen Ausgleich in der Stadt zu schaffen und das jahrzehntelang vernachlässigte historische Zentrum neu zu gestalten. Das Stadtplanungsprojekt Porto Maravilla soll dem alten Stadtkern neues Leben einhauchen. Am Hafen, wo einst die großen Passagierschiffe anlegten, wurde das Museo do Amanhã, eine Art Zukunftsmuseum, eröffnet. Neue Tramlinien sind entstanden und öffentliche Plätze werden umgestaltet. Ziel dieses Projektes ist es, anders als in der Vergangenheit, das Herz dieser alten und wunderschönen Stadt vor dem Untergang zu retten. Wie wird die Zukunft dieser vielgestaltigen Stadt aussehen? Wie weit wird sie sich noch ausdehnen? Wird neben den vier bestehenden Zonen noch eine weitere Zone entstehen? Wird die gemeinsame Identität der Stadt dem rasanten Bevölkerungswachstum, den sozialen Widersprüchen und der schwelenden Wirtschaftskrise standhalten? Mit welchen Problemen diese komplexe und eigenwillige Stadt, deren erste Besucher sie zu Recht als Paradies auf Erden bezeichneten, auch zu kämpfen haben wird. In jedem Fall werden Rio de Janeiro und seine Bewohner alles daran setzen, um das Image Rios als Schaufenster Brasiliens zu bewahren.